Die neue Variante EG5, die ja auch populärwissenschaftlich Eris genannt wird, ist im Grunde eine Omikron-Untervariante. Und wir haben in den letzten Monaten gesehen, wie sich sehr viele Untervarianten von Omikron entwickeln. Im Grunde hat sie einen kleinen Immunfluchtvorteil, also wird vom Immunsystem von Geimpften nicht mehr ganz so gut erkannt, aber es ist keine Variante, über die man sich sonderlich Sorgen machen muss. Ist es für Sie überraschend, dass es eine neue Variante gibt? Wir haben seit dem Auftreten von Omikron gesehen, dass es eine Explosion von verschiedenen Untervarianten innerhalb der Omikron-Variante gibt. Wir nennen das auch eine Variantensuppe, weil sich so viele unterschiedliche Varianten evolutionär entwickelt haben. All diese Varianten haben aber gemeinsam, dass sie einmal die gleichen Symptome auslösen, zum anderen auch zur Omikron-Subvariante gehören und von den Immunantworten und dem Umgang mit diesen Varianten eigentlich gar keinen Unterschied bedeuten. Was zeichnet Eris aus? Wie verhält sich das im Vergleich zu anderen Varianten? Die EG5-Variante ist eine Omikron-Untervariante. Das bedeutet, dass sie ein wenig mehr Immunflucht zeigt. Menschen, die gerade eine Infektion durchgemacht haben oder geimpft wurden, diese Variante in Teilen nicht mehr ganz so gut erkennen. Aber man muss deutlich sagen, dass wir so viele Immunantworten haben, dass sie zwar, dass man sich vielleicht trotzdem damit infiziert, aber es keinen Unterschied macht im weiteren Verlauf, im Umgang mit dieser Variante. Also es ist weder eine Variante, wo man sich Sorgen machen muss, noch eine Variante, die man deutlich hervorheben muss, weil sie so besondere neue Eigenschaften hatten oder ganz neue Symptome auslöst. Also ist die Symptomatik auch gleich wie sonst bei Omikron oder so. Die Symptomatik von EG5 ist genauso wie von allen anderen Varianten und Untervarianten von Omikron. Das ist nichts Besonderes und wir werden auch in den nächsten Jahren immer wieder neuere Varianten von Corona erleben. Dass evolutionär diese Schritte passieren, das ist vorherzusehen und wir reden auch schon innerhalb der Wissenschaft gar nicht mehr über EG5, sondern es gibt viele neue Varianten, die sich mittlerweile gebildet haben. Im Herbst und Winter rechnen wir damit, dass die Corona-Fallzahlen wieder nach oben gehen werden. Welche Variante das jetzt ist, ob es EG5 oder eine andere Variante sein wird, das können wir nicht vorhersehen. Keine dieser Varianten, die sich bisher gebildet haben, zeichnen sich dadurch aus, dass man neue Symptome, stärkere Krankheitsverläufe oder ähnliches sieht. Wir müssen das innerhalb der Wissenschaft gut beobachten, aber es bedeutet nicht, dass jetzt Maßnahmen oder ähnliches wieder ergriffen werden müssen. Wirken die bisherigen Impfungen noch oder sollte man sich jetzt speziell deswegen nochmal impfen lassen? Die STIKO empfiehlt recht eindeutig, dass Personen, die auch die Grippeimpfung im Herbst und im Winter bekommen sollten, dass die sich auch nochmal gegen Corona impfen lassen sollten. Für die Allgemeinbevölkerung gilt eigentlich, dass man genügend Impfschutz aufgebaut hat. Das sind ja nicht nur die Antikörper, sondern man hat auch T-Zellantworten und andere Immunantworten, die dann bei einer möglichen Infektion wieder reaktiviert werden. Es gibt mittlerweile angepasste Impfstoffe auch auf die EG5-Variante. Heute kam die Meldung, dass es relativ gut funktioniert, also gute Immunantworten induziert werden. Ob die angepassten Impfstoffe dann schon zur Verfügung stehen, das kann ich nicht sagen.